Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadamma Muniraja Sasonanto Sagamukadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ich möchte noch ein paar Worte zum Metascan sagen, den wir gestern gemacht haben. Vielleicht der größte Segen, den wir vom Metascan oder auch von den anderen Methoden Stück für Stück, Vipassana, Ganzheitsmethode oder wie immer wir diese Methoden nennen, eben durch den Körper durchzugehen. Ich glaube, der größte Segen ist tatsächlich, dass wir wieder das Spüren lernen, was in der heutigen Zeit ja nicht mehr so selbstverständlich ist. Und wo wir natürlich auch wie mache ich das? Das ist ja immer so die Frage, wie mache ich das? Wie lerne ich das? Wie kann ich wieder spürsam werden? Und das ist eine der Methoden, die vielleicht mit am effektivsten ist, wo wir tatsächlich durch Wiederholtes, und verwende ganz bewusst dieses Wort Wiederholtes, durch den Körper durchgehen, mit der Zeit, das, was im Körper vorhanden ist, was an Empfindungen, an Ablagerungen, an Elementen, an Kräften, an Fähigkeiten oder was auch immer vorhanden ist, dass wir das wieder zugänglich machen, dass wir da wieder rankommen. Und das ist natürlich eine unerlässliche Voraussetzung für einen spirituellen Weg, weil wenn wir nicht spüren, dann gibt es keinen spirituellen Weg. Das ist ganz einfach eine Illusion, zu glauben, dass wir den spirituellen Weg sozusagen im Kopf machen können. Allein dieses Wort, dieses Prinzip, das Ayakema so schön ausgedrückt hat, Weisheit ist erkanntes Erleben. Ja? Also das ist Weisheit. Und es geht ja sehr, sehr viel um Weisheit, dass wir Weisheit entwickeln, dass wir aufwachen, dass wir Dinge erkennen, dass wir wach werden, erwachen, bewusst werden oder wie immer wir dazu sagen wollen. Und da ist eben dieser Ausdruck erkanntes Erleben. Und damit erkanntes Erleben stattfinden kann, muss natürlich Erleben da sein. Und Erleben bedeutet immer spüren. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Auch in den meditativen Prozessen, da geht es immer wieder auch um das Spüren. Und auch bei den Einsichtsprozessen letztendlich geht es natürlich auch, in was wollen wir denn Einsicht haben? Wenn wir das nicht mitbekommen, und mitbekommen heißt natürlich erleben. Und was ist erleben? Also es hat natürlich mit Gefühlen auch zu tun, das ist mit Empfindungen, mit Spüren. Also das ist, denke ich, mit der größte Segen von der Methode, aber hat natürlich auch viele andere Segen. Ja, zum Beispiel, dass wir uns tatsächlich ganz konkret besser kennenlernen. Dass wir uns kennenlernen, wo sind vielleicht meine eher unbewussten Bereiche, wo sind meine nicht zugänglichen Bereiche, wo kann ich mich wahrnehmen, wo kann ich mich spüren. Dann auch, was auch ganz interessant ist, natürlich, wo immer ich die Achtsamkeit hinrichte, da bin ich. Also das ist auch sowas, wo man immer diese große Diskussion, wo ist das Bewusstsein, oder wo man dann sagt, ja, das Bewusstsein ist im Gehirn, wo immer ich die Aufmerksamkeit hinrichte, da ist das Bewusstsein. Alles,
ist auch so, ich möchte fast sagen, auch ein Beweis dafür. Alles ist natürlich von Bewusstsein durchdrungen. Es gibt nichts im ganzen Universum, in der ganzen Schöpfung, das nicht von Bewusstsein durchdrungen wäre. Das ist auch, wo gerade die Wissenschaft so momentan, die Quantenphysik vor allem auch, so momentan immer mehr auch draufkommen und das mehr erkennen, dass es sozusagen diese unbewussten Bestandteile im Universum ganz einfach nicht gibt. Und das ist vielleicht auch was ganz, ganz Wichtiges, weil das ja unser Leben auch verändern wird, dass wir mit der Welt in einer anderen Art und Weise in Kontakt gehen und nicht, ja, das ist eben so eine leblose Welt oder so eine materielle Welt, die kriegt nichts mit, sondern eben schon auch zu wissen, aus dem eigenen Erleben heraus, dass alles natürlich auch empfindsam ist, dass alles vom Bewusstsein durchdrungen ist, dass alles auch ein Stein kriegt was mit, geschweige von Pflanzen und geschweige von Tieren und von Menschen. Natürlich ist das alles irgendwie bewusst. Also vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Ansatz oder wichtige Erkenntnis, wenn wir mit der Welt, mit der Umwelt in Kontakt gehen, ja, wir sind mit allem verbunden. Dann, was natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Qualität ist, die wir erlernen können, oder eine Kraft ist, die wir erlernen können, das ist die Kunst des Nichtreagierens. Ja, die Kunst des Nichtreagierens, die ja so wichtig ist, wo wir ja normalerweise immer fast automatisch dem ausgesetzt sind, diesem bedingten Entstehungsprozess, dem wir ja oft hilflos, könnte man sagen, ausgesetzt sind und wo viele Menschen ja überhaupt nicht wissen, wie laufen die Dinge, wie finden die Dinge statt im Leben, und da eben einmal auch mitzubekommen, wie formieren sich die Dinge, wie laufen die Dinge ab, wie sind diese Kreisläufe, wie sind diese Konditionierungen, wie sind diese Prägungen, denen wir so unterworfen sind, oder wie sind diese automatischen Reaktionen, denen wir, warum ist es so? Also das ist ja etwas, was ja hochinteressant ist, und das können wir natürlich hier auch lernen und erkennen und natürlich auch versuchen, da mal ein bisschen eine neue Strategie auch zu entwickeln. Also nicht immer sofort mit haben wollen und loshaben wollen reagieren. Vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal die vier großen Anstrengungen anschauen. Also das ist auch etwas, was wir bei der Methode ja ganz systematisch anwenden können, dieses Bemühen, dieses große Bemühen, um das Unheilsame, das Verdichtete sozusagen nicht neu zu kreieren, durch Nichtreagieren, nicht neu zu kreieren, das Verdichtete, das schon da ist, aufzulösen, zu heilen, also da eben eine ganz klare Anweisung zu bekommen, wie können wir heilen oder wie können wir Heilungsprozesse in Gang setzen, also ganz konkret, ganz praktisch angewendet, nicht, ja, was ist Heilung oder so, sondern ganz, ganz praktisch wird es ja hier. Und dann natürlich auch, was wir versucht haben, auch dieses Heilsame, das Lichte, das Weite, das Offene, das Entspannte zugänglich zu machen. Also so, dass wir auch nicht nur das Unheilsame vermeiden und überwinden, sondern auch das Heilsame versucht haben, auch zu entfalten und zugänglich zu machen. Ja. Und da vielleicht an der Stelle nochmal, wie passiert dieser Prozess immer wieder, dieser Prozess der, wie entstehen diese hinzugekommenen Trübungen immer wieder, von denen wir ja gesprochen haben, wie passiert das immer wieder? Und da möchte ich nochmal einen Blick auf die bedingte Entstehungskette werfen, einen Teil zumindest dieser bedingten Entstehungskette, sozusagen, ja, uns nochmal ganz den gegenwärtigen Moment anschauen, wo wir bedingtes Entstehen erleben können und nachvollziehen können, erkennen können,
Also es ist immer der gegenwärtige Moment, wo wir die Dinge auch verstehen können und begreifen können oder untersuchen können. Ja. Und da eben mal zu erkennen, und das ist, denke ich, auch etwas ganz Wichtiges in einem Retreat, da haben wir die Zeit und auch die Möglichkeit, mal etwas zur Ruhe zu kommen, nicht diesem Getriebensein, diesem ständigen Machen unterworfen zu sein, sondern einmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um die Dinge deutlicher zu erkennen, um die Dinge mal so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ja, wir treten mit unseren 6 Sinnesgrundlagen mit der Welt in Kontakt. Es ist einmal über das Sehen, über das Hören, über das Riechen, Schmecken und Antasten und als 6. eben mit unserem Geist, und dass wir da immer wieder gedanklicher Art mit der Welt in Kontakt kommen. Ja. Weil manchmal bedingt durch äußere Gegebenheiten manchmal, dass ganz einfach Gedanken aufsteigen oder hochkommen oder in so einem Retreat natürlich auch Altes vielleicht wieder sich zeigen kann, was vielleicht lange Zeit im Unbewussten abgelagert war und dann auf einmal, weil eben ein entspannterer Zustand da ist, weil eben ein gewisser Raum entsteht, auf einmal kommen so alte Formationen hoch, wo man dann denkt, Mensch, das habe ich eigentlich geglaubt, das wäre schon längst erledigt, und dann wundert man sich, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Ja, weil ganz einfach in so einem Retreat auch ein gewisser Raum auch entsteht, dass so Dinge auch hochkommen dürfen, und ja, natürlich 2 Ansichten hochkommen können. Ja, das ist mir jetzt gar nicht so recht, dass die Dinge hochkommen. Das kann die eine Ansicht sein, die andere Ansicht, und die ist natürlich etwas mit Weisheit auch gepaart. Nur wenn die Dinge sozusagen ins Bewusstsein kommen, also wenn die hochkommen, können sie auch heilen. Also solange das im Unbewussten bleibt, im Verborgenen, sozusagen im dunklen Keller, Bereich abgetrennt ist oder abgespalten ist oder verdrängt ist, solange kann es natürlich auch nicht heilen. Und was aber ganz interessant ist, trotzdem ist es am Wirken, was wir da im Unbewussten sozusagen mit uns rumtragen, und zwar sehr stark, also das prägt uns und das lässt uns eben in diesem bedingten Entstehen auch so oder so natürlich auch handeln. Ja. Also wir sind auch da gut beraten, also den Mut auch aufzubringen, ja, die Weisheit auch aufzubringen, das Vertrauen auch aufzubringen. Ja, es ist ja okay, dass in einem Retreat vielleicht auch speziell oder in so einem Ort wie hier sowieso auch, aber auch in meinem Leben, dass da immer wieder auch Phasen gibt, wo die Dinge vielleicht ein bisschen deutlicher hochkommen können. Wobei im Endeffekt, letztendlich, wenn wir unser Leben anschauen, ist eigentlich, ob wir jetzt im Retreat sind oder ob wir in einem abgeschiedenen Platz sind, in einem Retreatzentrum, in einem Kloster, in einem Kurshaus sind oder wo immer wir sind. Das Leben schenkt uns sowieso die ganze Zeit die Möglichkeit, an unsere sozusagen auch blockierten Energien ranzukommen. Aber es schenkt uns auch die Möglichkeit, an unser heiles Potenzial ranzukommen. Das ist eben, was eigentlich Leben auch ausmacht. Ja. Und da auch ein gewisses Vertrauen zum Leben haben, vielleicht auch was ganz Wichtiges, dass wir sozusagen dem Leben auch das Vertrauen schenken, dass das Leben schon weiß, was es macht. Dass da nicht irgendwas Unsinniges in unserem Leben passiert oder aus einem blöden Zufall jetzt in mein Leben gekommen ist, sondern dass das alles, was in unserem Leben passiert und abläuft und stattfindet, dass das von tiefer Liebe und Weisheit durchdrungen ist. Vielleicht sich auch nochmal bewusst machen, das Leben hat einzig und allein die Aufgabe, uns dabei zu unterstützen, heil zu werden. Dass wir oft vielleicht andere Ideen haben und andere Wünsche haben, das ist nochmal eine andere Kategorie, aber grundsätzlich, wenn wir das Leben anschauen würden, so wie es abläuft, das möchte uns die ganze Zeit unterstützen, aus unserer Separierung rauszukommen, aus unserer Trennung rauszukommen, aus unserem Unbewussten rauszukommen, aus dem Starren, aus den Gewohnheiten rauszukommen, und schenkt uns eigentlich Tag ein, Tag aus die Möglichkeiten, da eben auch heil zu werden, rauszukommen.
uns aufzulösen. Aber was passiert, wenn es weit wird, wenn es offen wird, wenn es leicht wird und Licht wird? Ja, da kommt sofort die Stimme, jetzt aber Achtung, das wird mir jetzt doch ein bisschen zu riskant, das Ganze. Also da kenne ich mich jetzt nicht mehr aus und da weiß ich nicht, zum Beispiel in der Vertiefungspraxis, da wo dann immer wieder auch diese Angst dann da ist, da weiß ich nicht, ob ich da nochmal zurückkomme. Also das lasse ich jetzt lieber bleiben bis hierher, aber keinen Schritt weiter. Auch bei der Einsichtspraxis, auch wenn es dann richtig ans Eingemachte geht und wir dann tatsächlich das Erkannte erleben, haben die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Also mal wirklich zu erleben, dass sich die Dinge auflösen, dass sich jeder Moment, dass jeden Moment Vergänglichkeit stattfindet, dass es keinen Moment gibt, der auch nur irgendwie gleichbleibend ist, sondern es findet die ganze Zeit Auflösung statt. Und das einmal zu erleben, das ist ganz eine andere Nummer nochmal, als wenn wir sagen, ja, alles ist vergänglich, so kopfmäßig. Das ist nicht so schwer zu akzeptieren oder zu vielleicht auch irgendwie mitzubekommen, alles ist vergänglich. Klar. Ja, jetzt hat der Winter, ist ja auch schon fast wieder am Vergehen. Also man hat schon das Gefühl, der war ja noch gar nicht so richtig da. Jetzt kommen schon wieder so wärmere Tage. Ja. Ja, oder angefangen, das eigene Leben anzuschauen, wenn man dann so mal die Zahl, wie alt man ist, und dann so schaut, ja, klar, ich bin da schon vergänglich. Das ist alles, mit 64, da geht es eher schon hinten aus. Das ist jetzt nicht mehr so die Mitte, das ist nicht mehr so die Jugend, sondern das ist schon eher der Teil, wo man schon jetzt sich langsam auf das große Loslassen vorbereiten kann. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Das ist klar. Und trotzdem ist es nochmal ganz was anderes, wenn wir es von Moment zu Moment erleben. Und das ist ja eigentlich das, was die Einsichtspraxis auch ausmacht. Von Moment zu Moment erleben, das löst sich alles die ganze Zeit auf. Da ist ja nichts da, wo nur einen Moment auch stabil ist, wo nur einen Moment bleibt. Es kommt zwar vielleicht ein ähnlicher Moment, es kommen ähnliche Gedanken, es kommen ähnliche Gefühle. Aber dieser Gedanke, den ich jetzt denke, der ist jetzt schon wieder weg. Und der wird so, wie ich ihn jetzt denke, im Moment denke, wird er auch nicht mehr kommen. Wie gesagt, er kann ähnlich kommen, aber ganz genauso wird er nicht mehr kommen. Und was natürlich jetzt auf den gegenwärtigen Moment, wo es vielleicht offensichtlich ist, zutrifft, bedeutet natürlich auch, ja, wo ist denn das, was ich vor 5 Minuten gedacht habe? Oder was ich vor 5 Minuten gesagt habe? Wo ist denn der Vortrag, den ich vor 5 Minuten gesagt habe? Klar kann ich mir, letztendlich könnte ich mir den Vortrag aufschreiben, sodass ich ihn in ungefähr wieder so halten kann, wie ich ihn gehalten habe. Es gibt tatsächlich auch Lehrer, die machen das. Also ich weiß von einem Lehrer-Ehepaar, die halten seit Jahrzehnten, lernen die und immer die gleichen Vorträge. Da war mal so die Erkenntnis, ja, warum soll man sozusagen das Alphabet immer wieder neu erfinden? Das ist ganz einfach alles klar, so ist es. Das kann ich doch immer wieder so neu erzählen. Ist auch okay. Also ist auch okay, wobei ich denke, da verändert sich schon auch jeder auf dem Weg und kommen natürlich neue Impulse, neue Gedanken. Aber klar kann man sagen, ja, das Wesentliche, das habe ich kapiert und das kann ich immer wieder so auch ausdrücken und formulieren, wobei ich denke, das ist dann auch eine hohe Kunst, auch dann trotzdem ganz da zu sein und mit ganzer Motivation wieder das, was man schon vielleicht 100 Mal gesagt hat, mit neuer Motivation wieder nochmal so rüberzubringen, als wenn es das erste Mal ist. Und nur so macht es ja auch Sinn, wenn man jetzt also dann einen Vortrag hält, wo man selber schon total gelangweilt ist und jetzt kann ich schon nicht mehr hören, aber ich meine, das ist natürlich nicht inspirierend und das kommt ja auch nicht rüber. Ja, wo ist es? Wo ist es geblieben? Ich denke mir auch manchmal, Mensch, du so einen ähnlichen Vortrag hast du schon oft gehalten und wo ist denn das, wo ist denn das? Und jetzt musst wieder da dich hinsetzen und wieder von vorne anfangen. Also so, es ist wieder ganz neu zusammen, kommt wieder ganz neu zusammen, ganz
neue Komponenten, die vielleicht wichtig sind, die weniger wichtig sind, es formiert sich neu, der Vortrag ist wieder neu, du musst wieder ins kalte Wasser springen. Also so auch, wo auch ganz deutlich zu erkennen ist, so, mir wäre es lieber, wenn ich da gewisse Sicherheit hätte, wenn ich da sozusagen, ja, jetzt ist es so, nicht immer kaltes Wasser, sondern so, ja, so ist es. Also so diese Tendenz, die wir ja alle haben, nicht immer kaltes Wasser, nicht immer jeden Augenblick neu, nicht immer das Leben verändert, ja, nicht immer das löst sich alles auf, ich möchte mal Stabilität haben, ich möchte mal Sicherheit haben. Ja. Und da eben zu erkennen, es gibt es nicht. Es gibt keine Sicherheit in diesem Bereich, in dieser Ebene. Ja. Es gibt nur Auflösung. Und das ist natürlich dann schon auch was, wenn wir das erkennen, das verändert unser Leben und hoffentlich auch zum Positiven, dass wir dann vielleicht auch die Dinge nicht mehr ganz so dramatisch nehmen oder nicht mehr ganz so ernsthaft unterwegs sind, in Anführungszeichen, also ernsthaft verbissen vielleicht unterwegs sind, sondern vielleicht ein bisschen lockerer werden, ein bisschen leichter werden, ein bisschen mutiger werden, ein bisschen mehr Vertrauen auch haben. Ja, das Leben schenkt uns jeden Augenblick die Möglichkeit, was Neues zu lernen oder jeden Augenblick die Möglichkeit, die Vergänglichkeit zu erleben, heil zu werden. Also so hatte ich es ja genannt, heil zu werden. Vergänglichkeit bedeutet ja, es löst sich auf. Und was löst sich denn auf? Ja, dieses Ich-Gebäude löst sich auf. Es wird eigentlich die ganze Zeit Heilung stattfinden, aber wir wollen es nicht haben. Wir wollen eben sozusagen selber heil werden. Ich möchte heil werden. Das ist das große Problem. Ich möchte heil werden und das geht eben leider nicht. Ich ist sozusagen der Preis, den wir für die Heilung bezahlen müssen. Und insofern ist es ganz interessant, eben auch zu erkennen, wie formiert sich denn dieses Ich immer wieder neu? Wie kommt denn das immer wieder neu zustande? Und das ist natürlich nichts anderes wie diese hinzugekommenen Trübungen. Die hinzugekommenen Trübungen, das ist das Ich. Ja? Das können wir sozusagen eins zu eins verwenden. Oder wenn wir unseren Schmerzkörper anschauen, das ist das Ich. Oder wenn wir sagen, das Dukkha, das ist das Ich. Das Ich, vielleicht auch mal so, um vielleicht die Bereitschaft und die Motivation, dieses Ich einmal ein bisschen mehr loszulassen, noch zu unterstützen. Ich ist Dukkha. Ja? Also da ist nicht irgendwas anders noch da, sondern Ich ist Dukkha. Ja? Ich ist Verdichtung, ist Druck, das deutsche Wort, das ich gern verwende für Dukkha, Druck. Ja. Je mehr es zusammenkommt, je stabiler es wird, desto mehr Kompaktheit findet statt und desto mehr Druck findet statt. Ja. Desto mehr Separierung ist da, desto mehr Angst ist da, diesen Konstrukt, das ich jetzt unter großen Mühen sozusagen zusammengebastelt habe, das muss jetzt zusammenbleiben. Da muss ich jetzt alles dafür tun, dass das auch zusammenbleibt. Und da mag ich nichts davon hören, dass das die ganze Zeit am Auflösen ist. Das ist jetzt etwas, das ich jetzt nicht unbedingt hören mag. Oder vielleicht, wie gesagt, verstandesmäßig, intellektuell können wir schon hören, aber wenn es dann eben in die Tiefe geht, und das ist, ob es jetzt die Vertiefungspraxis von der Ruhemeditation ist oder die Vertiefungspraxis von der Einsichtspraxis, auch wenn es einmal ins Eingemachte geht, wenn man merkt, ja, das stimmt tatsächlich, ja, es löst sich auf, dann kann eben so eine Reaktion kommen, bis hierher, aber keinen Schritt weiter. Ja. Das ist mir jetzt doch eine Nummer zu groß oder zu viel. Und dann muss man halt sich wieder so bemühen, dass man wieder vielleicht an den Punkt kommt, dass man dann das nächste Mal ein bisschen mit mehr Vertrauen, mit ein bisschen mehr Weisheit auch an den Punkt kommt, sodass dann vielleicht dann auch die Bereitschaft, noch ein bisschen mehr loszulassen, auch da ist. So arbeiten wir uns vor. Und darum denke ich, ist schon auch nochmal wichtig, dass wir auch verstehen, wie finden denn diese hinzugekommenen Trübungen, wie formieren sich die? Oder wie formiert sich das Ich letztendlich?
Und da habe ich eben davon gesprochen, dass wir mit unseren 6 Sinnesgrundlagen der Welt begegnen. Ja, und dann findet ein Kontakt statt sozusagen mit der Welt, mit unseren Sinnesgrundlagen, mit den, ja, mit dem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Antasten und Denken findet ein Kontakt statt. Mehr ist nicht da in unserem Leben. Und dieser Sinneskontakt, dieser Sinneseindruck, der da stattfindet, und das ist tatsächlich, so könnte man es auch vielleicht uns bewusst machen, es findet ein Eindruck statt, durch diesen Sinneskontakt findet ein Eindruck statt in unserem Herzgeist, und dieser Eindruck wird von einem Gefühl und von einer verstandesmäßigen Wahrnehmung wird dieser Sinneskontakt verarbeitet. Ja. Je nachdem auch, was wir an Karma mitbringen, ja, und das ist auch in der bedingten Entstehungskette, gibt es da einen Teil, der beschreibt, was wir so mitbringen an Erfahrungsschatz, an Bewusstsein, was wir da mitbringen. Und je nachdem, was wir da an sozusagen an Erfahrungsschatz mitbringen, so wird der Eindruck auch ausfallen. Sonst müsste ja bei allen das Gleiche stattfinden. Und das ist ja nicht so. Der eine hört was und hat ein gutes Gefühl, der andere hört das Gleiche und hat ein total unangenehmes Gefühl. Ja. Zum Beispiel, wenn man so ein Quietschen von der Kreide hört. Der eine, es fällt mir jetzt gerade als Beispiel ein, ich weiß nicht warum, beide werden vielleicht an die Schulzeit erinnert. Ja. Durch dieses Quietschen von der Kreide. Und dann beim einen ist ein Gefühl, total unangenehmes Gefühl damit verbunden. Beim anderen Schulzeit, wunderbare Zeit, ist ein sehr angenehmes Gefühl damit verbunden. Gleiches Geräusch, gleicher Sinneseindruck, vollkommen unterschiedliche Reaktion. Der eine sagt, Lärm oder Quietschen, also ist dann vielleicht auch schon so ein entsprechendes Etikett, das wir aufkleben, und der andere sagt, Schreibgeräusch an der Tafel oder was weiß ich. Das ist vielleicht jetzt nicht das ganz optimale Beispiel, aber normalerweise verwende ich immer das Beispiel mit der Rose. Aber das ist jetzt momentan gar nicht so einfach, dass wir das nachvollziehen können, aber eben so, man sieht eine Rose und dann bei den meisten ein angenehmes Gefühl, aber eben wenn man sich schon mal an einer Rose verletzt hat, kann auch ein unangenehmes Gefühl hochsteigen. Und dann ist es interessant, dieses erste fast, man möchte sagen, automatische Reagieren, das wird dann gefolgt, also auch dieses Einsortieren, dass man eben sowohl ein angenehmes, neutrales oder unangenehmes Gefühl hat, das ist diese gefühlsmäßige Reaktion, als auch versucht, ein Etikett zu finden, was ist denn das? Für dieses Geräusch, für dieses Bild, für diese Form, für diese Farben, ein Etikett zu finden, Rose oder Tafel oder Kreide oder was auch immer. Und dann, und das ist hier der wichtige Moment, und dann findet eine willentliche Reaktion statt. Und da kommt wieder mein Wille geschehe sozusagen ins Spiel. Willentliche Reaktion, angenehmes Gefühl, möchte ich haben, möchte ich behalten. Unangenehmes Gefühl, möchte ich loshaben, möchte ich nichts damit zu tun haben, möchte ich ausweichen. Neutrales Gefühl interessiert mich nicht. Und da haben wir 3 Komponenten, also wo eben Hassgier und Verblendung, also sich so leicht formieren. Verblendung interessiert mich nicht. Haben wollen natürlich Gier, loshaben wollen natürlich Ablehnung, Hass. Und dem einmal zu entsagen. Also nicht in dieses automatische Reagieren reinzugehen, wo sehr, sehr häufig eben eher unheilsame Geistesformationen kreiert werden. Nicht immer. Wir haben natürlich auch die 3 heilsamen Wurzeln, wir haben auch Weisheit, Liebe und Großzügigkeit. Also Gott sei Dank
haben wir 6 Wurzeln, 3 heilsame, 3 unheilsame, sodass auch die immer wieder, je nach Konditionierung, die auch immer wieder auch sozusagen in Erscheinung treten oder am Wirken sind. Aber sich darauf zu verlassen, es wird schon irgendwie gut gehen, es werden schon immer wieder die heilsamen Wurzeln auch zur Sprache zu kommen, ist vielleicht ein bisschen naiv, möchte ich sagen, sondern eben auch mal zu schauen, ja, ich kann da ja auch was unternehmen, ich muss ja nicht immer, das muss ja nicht immer gleich weitergehen, sondern ich habe da ja auch eine Wahl. W-A-H-L, was wir gestern systematisch geübt haben. Wahrnehmen, als Gegenteil von nicht hinschauen, von Verblendung, wahrnehmen, erkennen, wahrnehmen, annehmen, als Gegenteil von Ablehnung und heilen lassen, loslassen, heilen lassen, als Gegenteil von Gier. Also deswegen ist diese Formel auch so genial. Wahrnehmen, annehmen, heilen lassen. Das arbeitet gegen unsere 3 unheilsamen Wurzeln. Und wenn wir da nicht auch immer wieder bewusst dagegen arbeiten, dann werden halt auch immer wieder diese unheilsamen Wurzeln auch Nahrung bekommen und gestärkt werden. So wie im Garten. Wenn man im Garten ist, ist genau das Gleiche. Wenn man im Garten nicht aufpassen, dann wird halt das Unkraut auch immer wieder Platz einnehmen und immer wieder vielleicht sogar neu wachsen. Wobei natürlich auch da inzwischen andere Tendenzen auch da sind, dass man sagen kann, es gibt keine Unkräuter, es gibt nur Kräuter und alle Kräuter haben natürlich auch eine gewisse Heilkraft. Klar, wie verwende ich das Ganze? Was mache ich damit? Ja, das stimmt schon auch. Ja, also ich denke, so beides ist auch okay, dass man schon im Garten auch schauen, dass uns nicht sozusagen diese Heilkräuter, die wir vielleicht nicht jetzt angepflanzt haben, alles zudecken. Klar ist das auch okay, wenn wir uns dann auskennen, wie wir die verwenden, können wir vielleicht auch gut heilen. Aber es ist natürlich auch gut, dass wir auch schauen, dass auch die Sachen, die wir angepflanzt haben oder die wir haben wollen, die sozusagen unsere Ernährung auch ausmachen sollen, dass die auch ein bisschen an Platz haben oder dass die sozusagen ein Umfeld auch bekommen, wo sie gut wachsen können. Sodass dann nicht die gelben Rüben, die wir angepflanzt haben, ganz einfach nicht genügend Licht kriegen und dann halt nicht rauskommen, weil so viel anderes wächst. Und ja, na, klar, können wir sagen, ja, das andere ist auch okay. Beides ist vielleicht auch wichtig, in unserem Geist zu trainieren. Auf der einen Seite eben dieses Nicht-Reagieren und das Heilsame entfalten, eine Wahl zu haben und auf der anderen Seite natürlich auch zu erkennen, wir können die Welt auch ganz anders sehen. Es kommt schon auch sehr auf unsere Wahrnehmung drauf an, wie wir die Welt sehen. Ob wir die Welt, das Üble immer in der Welt sehen, das Furchtbare in der Welt sehen, die Fehler immer wieder in der Welt erkennen, diesen Fehlerfindergeist immer wieder kultivieren oder dass wir sozusagen den Pfadfindergeist kultivieren, nicht den Fehlerfindergeist, dass wir eben die Dinge auch erkennen, die uns den Pfad ebnen. Okay, wenn wir nicht aufpassen, angenehmes Gefühl haben wollen, unangenehmes Gefühl nicht haben wollen, der Geist fängt an, sich um diese Dinge zu drehen, also hat eine gewisse Anhaftung, auch mein Wille geschehe, fängt an, sich um dieses Ding zu drehen, um dieses Objekt des Anhaftens zu drehen, aber auch nicht haben wollen, ist auch eine gewisse Anhaftung, ist auch eine gewisse Identifikation und dann ist man genauso damit beschäftigt, dieses, was kann ich unternehmen, dass ich das loswerde, dass ich das nimmer begegne, dass dieser Mensch oder diese Situation aus meinem Leben verschwindet und dann fängt man an, daran anzuhaften und dann fängt man an, sozusagen darum rumzukreisen und dann wird dieses Kreisen wird schneller und schneller und es fängt tatsächlich an, sich zu formieren, eine Geistesformation und es fängt an, sich zu verdichten und es fängt an, sich zu manifestieren. Und das ist schon interessant, wenn man nur lang genug drum rumkreist,
tritt es vielleicht sogar tatsächlich irgendwie in Erscheinung. Also es manifestiert sich sogar auch materiell, nicht nur als Geistesformation, die dann eine gewisse Verdichtung in unserem mentalen und emotionalen Bereich hat, sondern auch als materielle Manifestation, dass man zum Beispiel ein Magengeschwür bekommen oder dass irgendwie Druck oder Verdichtung in einem Körperbereich stattfindet und das dann tatsächlich auch zu einer Krankheit führen kann. Oder dass es sich in unserem äußeren Leben auch so manifestiert, dass wir sagen können, ja, wie kann denn das jetzt so sein? Das wollte ich doch eigentlich gar nicht haben und jetzt kommt das schon wieder in mein Leben. Ja, also so dieses Gesetz der Resonanz, also wo wir mit dem wir beschäftigt sind, wohin wir den Geist richten, dass das eben dann auch sozusagen in Resonanz geht in der Welt und dann auch zu uns kommt oder in unser Leben auch tritt. Drum auch immer wieder aufpassen, was macht man denn da? Letztendlich ist es natürlich immer wieder auch, und das ist auch wichtig, dieses Ich-Gebäude, das sich immer wieder neu formiert, das sich immer wieder neu zusammenbastelt und unter dem wir ja so sehr leiden. Und da, wo wir uns so schwer tun, das einmal loszulassen. Klar? Scheint es so zu sein, dass ich mir Sorgen machen muss? Scheint es so zu sein, dass ich Probleme wälzen muss? Wer bin ich noch, wenn ich keine Probleme mehr habe? Was bleibt dann noch von mir übrig? Wer bin ich noch, wenn ich keine Ängste habe, wenn ich keine Sorgen habe? Was bleibt noch von mir übrig? Ich habe da mal zwei Mädchen auf dem Bahnsteig, ja, unfreiwillig belauscht, ist jetzt nicht ganz richtig ausgedrückt, es hat sich so ergeben. Also die waren eben da und haben ein Gespräch gehabt und ich habe es irgendwie mitbekommen, war in der Nähe gestanden, bin nicht extra hingegangen, war so nah gestanden, dass ich es mitbekommen habe. Und dann hat die eine erzählt, dass sie jetzt seit kurzer Zeit einen Freund hat, die waren eben so 14, 15, dass sie seit kurzer Zeit einen Freund hat und das ist jetzt natürlich total super und wunderbar. Es gibt nur ein Problem. Der Freund spricht mit ihr nicht über seine Probleme. Da antwortet die andere drauf, sei froh, dass du ein Problem hast. Also das war so, sei froh, dass du überhaupt ein Problem hast, also dass du einen Freund hast, der Probleme macht oder der dir nicht von seinen Problemen erzählt. Schau mich an, wer bin ich? Ich habe keinen Freund, ich habe kein Problem. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein Freund immer gleichzusetzen ist mit Probleme haben, aber ja, manchmal schon. Aber das war so genial. Wer bin ich? Wer bin ich? Du bist so viel mehr wert. Du bist so viel mehr wichtiger. So viel wichtiger. Du hast so viel mehr zu erzählen. Du, Mensch, super, was du alles weißt, was du alles für Probleme hast. Mensch, erzähl mal mehr von deinem Freund. Was hat er denn noch? Was findet denn noch statt? Weißt du? Und schau mich an. Ich habe nur ein Problem. Ich habe kein Problem. So ungefähr. Es hört sich jetzt ein bisschen so überzeichnet an, aber verbringen nicht wir einen Großteil unseres Lebens eben genau damit, dass wir schauen, dass wir uns Probleme schaffen, dass wir uns Sorgen machen, dass wir uns immer wieder neu zusammenbasteln, dass wir immer wieder sozusagen dieses Druckgebilde, dieses Ich-Gebilde immer wieder neu zusammenbrauen, wie es einer mal übersetzt hat, diese Zusammenbrauungen. Diese fünf Khandas, diese Zusammenbrauungen, diese Anhäufungsgruppen, wie es der Buddha genannt hat, wenn wir nur immer wieder zum Beispiel an unseren Gedanken anhaften, damit identifiziert sind, wenn wir sozusagen einen Gedanken an den anderen ankoppeln und dann einen Haufen Gedanken haben, nachher haben wir das Gefühl, da ist doch was Substanzielles da. Ich bin doch da, da ist doch dieses Denken da, das muss doch jemand sein, da muss doch jemand da sein, der dieses Gedankengebäude kreiert hat. Und wenn man genau hinschaut, was ist tatsächlich da? Eben ein Gedanke, der sich schon wieder aufgelöst hat, das ist tatsächlich, was da ist.
Klar ist auch eine gewisse Bedingung auch da, dass ein neuer Gedanke auch von einem alten, von einer alten Konditionierung, von einem alten Muster, von einer alten Gewohnheit geprägt ist. Aber letztendlich wirklich was Substanzielles ist nicht zu finden im ganzen Universum. Ob es jetzt unsere Gedanken sind, ob es unsere Emotionen sind, unsere Empfindungen sind, ob es unser Körper ist. Auch da ist ja inzwischen die Quantenphysik so weit, dass sie festgestellt haben, es ist nichts, es ist kein fester Baustein im ganzen Universum. Auch wo man mal eine Zeit lang mit der Atomphysik geglaubt hat, jetzt hat man es gefunden, den kleinsten Baustein im Universum, das Atom. Und dann wurden die Instrumente noch perfektioniert und dann hat man das Atom untersucht und dann hat man festgestellt, Mensch, das Atom, das ist ja gar nicht so kompakt, das ist ja gar nicht so stabil, wie wir uns das vorgestellt haben. Da ist ja auch nur wieder Raum da. Und dann ist irgendwo, wurde dann der Atomkern gefunden. Und dann hat man gedacht, ja, das ist jetzt das Bausteinchen oder das, aus dem alles besteht. Und dann hat man den Atomkern untersucht und irgendwann auch wieder festgestellt, nur Energie, die zusammenkommt, die sich verändert, die manchmal verdichteter ist, die weniger verdichtet ist, aber es ist nicht wirklich was vorhanden. Wie wäre es sonst möglich, dass man von Wundern hört, von Heiligen hört, die durch Wände zum Beispiel gehen können? Was passiert denn da? Wie ist denn das möglich? Das ist ja nur dadurch möglich, weil eben eine Wand grundsätzlich, wenn man das entsprechende Bewusstsein hat, und das entsprechende Bewusstsein bedeutet die entsprechende Schwingung hat, dass eine Wand natürlich nichts Kompaktes ist. Und wenn man in diese Schwingung kommt von der Wand, von dieser sogenannten Substanz, von dieser Kompaktheit, und in diese Schwingung kommt, dann kann man da, so glaube ich, da durchkommen. Unser Glaubenssystem sagt uns, das ist kompakt, da kommt kein Mensch durch. Dafür haben wir Türen, um da durchzukommen. Und dann, wenn wir jetzt das versuchen würden und sozusagen unsere Schwingung anpassen würden und dann versuchen würden, da durchzukommen, ist immer noch ein Anteil da. Und das ist der Hauptanteil, der sagt, das ist nicht möglich. Und deswegen ist es auch nicht möglich. Also wir kreieren uns die Welt, die wir erleben. Da ist diese kompakte Welt da. Das ist die Welt, die wir uns immer wieder neu kreieren. Wenn wir mal die Welt kreieren würden, wie sie wirklich ist, so diese, es löst sich alles die ganze Zeit auf, es ist alles miteinander verbunden, es ist alles nur Schwingung, Anatta, keine Substanz da, ja, da wären ganz andere Dinge möglich. Das ist auch ein Teil von Bewusstseinserweiterung. Ich werde immer, gerade in der heutigen Zeit, von spirituellen Wege, ist ein Weg der Bewusstseinserweiterung gesprochen. Ja, was ist Bewusstseinserweiterung? In unserem materiellen Bewusstsein zu bleiben? Die Sonne dreht sich um die Erde, ich sehe es doch jeden Tag. In diesem materiellen Bewusstsein zu bleiben, ja, ich bin hier und um mich herum ist die Außenwelt, die Anderswelt, wo ich eben schauen muss, dass ich mich so verhalte, dass mir diese Welt, die um mich herum ist, nicht gefährlich werden kann, dass ich überleben kann, dass ich mich durchsetzen kann, dass ich am Leben bleibe. Ja. So dieses Prinzip, wo Darwin eine lange Zeit damit in Verbindung gebracht worden ist, das Kräftigere setzt sich durch und dann irgendwann hat man jetzt herausgefunden, dass Darwin hat auch ganz was anderes gesagt, er hat das nicht so formuliert gehabt, ich weiß es nicht genau, aber scheinbar hat er eben auch so formuliert, diese Systeme oder diese Gemeinschaften, die am besten zusammenarbeiten, die setzen sich durch. Wo es am besten zusammenwirkt, das setzt sich durch. Das ist am Überleben. Das wird überleben. Und das wäre zum Beispiel, wenn man so diese Wahrheit, sich nach dieser Wahrheit richten würde, wäre ganz anders Zusammenleben.
Man würde eben in der Welt, würde man sagen, ja, wir müssen zusammenarbeiten, dass wir das zusammen schaffen, dass das weitergeht. Und nicht, kommen zuerst dran und all die anderen, die interessieren mich erst einmal nicht. Also das ist alte Bewusstsein. Das materielle Bewusstsein, das jetzt dabei ist, sich aufzulösen und wo wir selber auch Zeuge davon werden können, wo wir selber in uns das auch erleben, wie schwer es ist. Wie schwer es ist, aus diesem materiellen Bewusstsein rauszukommen. Hier bin ich und da draußen ist der Rest der Welt. Das ist wahnsinnig schwer. Das ist so tief verankert, dieser Glaube an Separierung. Warum ist das so? Vielleicht auch nochmal ganz wichtig, auch einmal nochmal so das zu beleuchten. Was macht das Ganze für einen Sinn? Warum ist diese samsarische Welt da? Warum ist dieses bedingte Entstehen da? Warum? Das ist ja total, total wichtige Frage eigentlich. Was macht das alles für einen Sinn, diese samsarische Welt? Und es ist erst einmal gar nicht so einfach zum Verstehen, weil also klassischerweise, wir haben da einen großen Fehler gemacht, wir haben da den Daseinstrieb gehabt und das müssen wir heute jetzt ausbauen. Oder wir da Adam und Eva und dann ist eben die Erbsünde passiert und wir müssen das jetzt ausbaden da, bis zum jüngsten Gericht. Also sind wir heute mit dieser Erbsünde, was nichts anderes natürlich ist wie das Prinzip der Verblendung. Mit dem sind wir heute jetzt behaftet und da müssen wir heute jetzt schauen, wie wir da irgendwie damit zurechtkommen. Klar, natürlich gab es diesen Sündenfall. Wo Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, vom Baum der Dualität, könnte man vielleicht auch sagen, vom Baum der Separierung, vom Baum des Vergessens, könnte man vielleicht auch sagen. Und das Resultat, das ist auch, denke ich, ganz schön beschrieben in der Bibel, sofort war Angst da, Scham war da, Ausgestoßensein war da, im Schweiße deines Angesichts musst du dein Leben fristen und all diese bekannten Geschichten, die dem gefolgt sind, diesem Sündenfall. Und da mal zu erkennen, dass dieser Sündenfall eigentlich jeden Augenblick neu stattfindet. Dass wir nicht jetzt sagen müssen, weil das da mal passiert ist, deswegen muss ich das jetzt ausbaden, sondern zu erkennen, dass ich jeden Augenblick die Wahl habe, beschreite ich weiterhin diesen Weg des Sündenfalls? Beschreite ich weiterhin diesen Weg des Ausgestoßenseins, der Separierung, den Weg des Gut und Böse, dieses Haben wollen und Loshaben wollen, angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl haben wollen, reagieren? Beschreite ich weiterhin diesen Weg oder habe ich eine Wahl? Und wir haben eine Wahl und diese Wahl findet jeden Augenblick statt. Wir können auch vom Baum des Lebens essen. Ein Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses steht, der uns wieder in die Einheit zurückführt, der uns wieder in den paradiesischen Zustand zurückführt. Das ist der Baum, könnte man sagen, des Nichtreagierens, der Baum von Sati, von Dasein, Ja sagen, annehmen den gegenwärtigen Moment, sich vollkommen auf den gegenwärtigen Moment einlassen, vollkommen in den gegenwärtigen Moment hinein verschmelzen, hinein sich selber hineinsinken lassen in den gegenwärtigen Moment, ohne dass es anders sein muss. Und sofort würden wir aus der Separierung rauskommen, sofort würden wir erleben, alles ist miteinander verbunden, ich bin total eins mit dem Leben und arbeite nicht immer gegen das Leben an. Habe nicht immer diese destruktive Lebenshaltung, es muss anders sein. So wie es ist, ist es nicht okay, ich weiß, wie es besser geht. Mein Wille geschehe, meine Weisheit muss zum Tragen kommen. Meine Weisheit, was ist meine Weisheit? Ich bin hier separiert, das muss zum Tragen kommen. Und das, und so wollen wir letztendlich vollständig werden, heil werden,
sich möglichst viel einverleiben, ja, möglichst alles einverleiben und dann glauben, ja, dann wäre ich vollkommen dadurch, dass ich mir alles einverleibe. Also Gier ausleben bis zum geht nicht mehr. Und alles, was sozusagen diesem zusammengegierten Projekt gefährlich werden könnte, das natürlich eliminieren. Das machen wir im Kleinen. Vielleicht auch mal ganz interessant, sich so kennenzulernen, wo wir versuchen, ständig auch abzuchecken, in jeder Begegnung abzuchecken, könnte mir das gefährlich werden oder kann ich entspannen? Was sagt er? Ist er meiner Meinung nach oder hat er andere Meinung? Meiner Meinung, gut, der weiß, wo es lang geht, der hat die Sache verstanden, also ich kann entspannen. Der hat eine andere Meinung, andere Ansicht, hat die Sache noch nicht so in der Tiefe begriffen. Muss ich ein bisschen aufpassen bei dem. Ist zwar ein netter Kerl oder nette Fehl, wie man im Allgäuerischen sagt, aber hat noch nicht so die Sache in der Tiefe durchdrungen. In der Tiefe durchdrungen, wie tief haben wir es durchdrungen? Kopfmäßig? Nicht so schwer. Das ist nicht so schwer, sich mit der Buddha-Lehre zu beschäftigen, die Lehrreden zu lesen und dann zu sagen, ja genau, so ist es, so ist es, so ist es. Ja. Aber das dann umzusetzen, das dann auch zu leben, das ist, wie gesagt, eine Lebensaufgabe. Das ist eine ständige neue Herausforderung. Jeder Augenblick ist wieder ein Übungsfeld, wo wir neu üben können, wo man dann wieder denkt, es darf doch nicht wahr sein, dass ich immer wieder in die alten Muster reinfalle, dass ich immer wieder in die gleiche Grube reinfalle, wo ich dann wieder lang brauche, bis ich merke, Mensch, du hast doch die Wahl, warum fällst du denn da rein? Ja, warum wählst du denn die Grube immer wieder? Warum gehst du denn nicht außen rum um die Grube? Ja. Und dann eben zu erkennen, irgendwann vielleicht nicht mehr so lang drin bleiben in der Grube, bis man dann halt tagelang, wochenlang in so einem Schmollwinkel dann bleibt oder in der Opferhaltung dann gefangen ist oder total sich von der Welt zurückzieht oder wie immer auch, mit niemandem mehr was zu tun haben will. Ja. Dann vielleicht irgendwie schon mal nach einem Tag wieder rauskommt und dann irgendwann vielleicht noch schneller rauskommt. Und irgendwann dann vielleicht nicht mehr reinfällt. Nicht mehr haben wollen, los haben wollen, sondern eine neue Art des Wirkens stattfinden kann. Bedeutet nicht, dass wir, wenn wir jetzt nicht reagieren, dass alle mit uns machen können, was sie wollen. Also das ist nicht damit gemeint. Ganz im Gegenteil. Wir werden viel klarer, wir werden vielleicht kraftvoller auch, wir werden angstfreier. Ja. Und vor allem, wir werden weiser, vielleicht auch liebevoller, mitfühlender natürlich. Und es wird sich eine neue Art und Weise des Wirkens auch manifestieren in uns. Ein neues Wirken, das aufgebaut ist auf einem tiefen Verstehen, auf Weisheit aufgebaut ist. Wie es eben ist beim achtfachen Pfad. Achtfache Pfad fängt mit rechten Verstehen an, mit rechten Erkennen an. Und aus diesem rechten Verstehen und rechten Erkennen finden dann die anderen Schritte statt, findet dann die rechte Gesinnung statt. Ja. Das rechte Wirken, rechte Karma machen, rechte Gestalten findet statt in Gedanken, Worten und Handlungen. Ja. Zuerst müssen wir verstehen, wie hängt das alles zusammen. Wie entsteht diese Scheinwelt, diese bedingte Welt, diese relative Wahrheit, diese relative Ebene? Wie entsteht diese samsarische Welt und wie entsteht diese freie Welt? Aber nochmal, was hat das für einen Sinn, dieses Getrenntsein, dieses Ausgestoßensein, dieses Angsthaben? Ich sage da immer, wenn wir nichts anderes kennen, wenn wir, also gebe da mal als Beispiel, wenn wir gesund sind und nichts anderes kennen, dann ist es halt so. Wenn wir mal krank geworden sind und dann wieder gesund werden, dann hat natürlich dieses Gesundsein eine ganz andere
Tiefe, andere Qualität, andere Bewusstheit, andere Kraft. Und das Gleiche ist es mit Paradies, Einheit, Nirvana, unser ursprüngliches Seines, reines, klares Licht. Wenn man nichts anderes kennt als reines, klares Licht, okay, reines, klares Licht, und wie geht's weiter? So ungefähr. Aber wenn man mal die Dunkelheit erkannt hat, und vielleicht sogar, wenn man mal in ja, so ein schwieriges Erleben in seinem Leben gehabt hat, so eine Art Höllenerlebnis vielleicht, könnte man es ausdrücken, wenn man wirklich in die Dunkelheit geschaut hat, ja, und dann wieder zurückkommt ins Licht, diesen Weg beschreitet, zurück ins Licht, und dann aus der Separierung rauskommt und wieder die Einheit erlebt, die Verbundenheit mit allem, dann ist das natürlich eine ganz andere Bewusstheit, die damit verbunden ist, eine ganz andere Kraft, die damit verbunden ist. Also insofern ist das natürlich auch wieder was Wertvolles, diese samsarische Welt, wo wir all die Erfahrungen machen können, wo dadurch natürlich auch eine neue Weisheit, eine neue Bewusstheit und vor allem, und das ist vielleicht das Wichtigste sogar dabei, ein tieferes Mitgefühl entstehen kann. Das kennen wir auch alle aus unserem Leben, wenn jemand zu uns kommt und wir haben den Erfahrungsschatz nicht. Ja, wir wissen nicht, was es bedeutet, wenn man vielleicht mit Sucht zu tun hat. Also wir haben da 0,0 Erfahrung, wobei es kann eigentlich nicht sein, jeder hat Erfahrung, gewisse Erfahrung mit Suchtstrukturen. Aber es kommt jemand zu uns und schildert uns, wie es ihm geht mit seiner Sucht, und wir sagen, nein, stell dich halt nicht so an, hör halt auf damit. Du musst da nicht rauchen, du musst da nicht trinken, du musst da nicht dies oder jenes, hör halt auf damit. Ja, und dann sagt er, ja, Dankeschön, vielen Dank für dein Mitgefühl. Ich habe mich gut verstanden gefühlt von dir, aber ich gehe jetzt, glaube ich, lieber wieder. Ja. Und wir stehen da, ja, warum ist der jetzt gegangen? Ich habe ihm doch einen guten Ratschlag gegeben. Lass doch bleiben. Hat er das nicht verstanden? Ja, Mitgefühl hat viel damit zu tun, mit eben Erkennen von Dukkha, mit dem Erfahren von Dukkha, Erleben von Dukkha. Und indem man es selber erlebt hat, zumindest in einem gewissen Maß, können wir natürlich auch andere verstehen, die auch drin hängen, die auch gefangen sind in ihrer Separierung, in ihrem Ausgestoßensein, in ihrer Angst. Und irgendwann wird es so sein, dass wir dann der Welt begegnen, und wir niemanden mehr verurteilen. Weil wir ganz genau wissen, ja, wie die Abläufe sind. Weil wir ganz genau wissen, was derjenige versucht. Weil wir ganz genau wissen, was er, dass er eigentlich glücklich sein will. Dass er natürlich auch erfülltes Leben haben will. Aber ganz einfach nicht weiß, wie er es anstellen soll. Ja. Oder genau wie wir eben auch wie wir es auch immer wieder machen oder vor allem auch gemacht haben, immer wieder Strategien sozusagen verwendet, die total zum Gegenteil führen von dem, was wir wollen. Und dann ist kein Verurteilen mehr da, kein Beschuldigen mehr da, kein Hass vielleicht sogar, der Hass wird weniger, die Ablehnung wird weniger, es wird Mitgefühl wird da sein. Und aus dieser Motivation heraus sein Leben zu gestalten, eben aus dieser Weisheit heraus, aus dieser Motivation heraus sein Leben zu gestalten, das ist natürlich dann auch eine Lebensgestaltung, die ganz anders ausschaut, wie vielleicht eine Lebensgestaltung, die auf Separierung aufgebaut ist. Wir sind mit allem verbunden, alles ist vergänglich, alles bedingt sich gegenseitig. Alle sind den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, alle haben die gleichen Schwierigkeiten, alle wollen sich irgendwie so gut wie möglich über Wasser halten. Ja, das sind die Qualitäten, die Kräfte, die lichten Kräfte, die wir entfalten können, wo wir die nächsten Tage, nächste Woche
geht es ja weiter. Montag geht es weiter, wo wir uns darum kümmern wollen, eben was können wir an lichten Kräften entfalten. Jetzt haben wir verstanden, dass wir, wie entstehen die Verdichtungen und wie können wir dem entsagen, aber gleichzeitig eben auch zu schauen, nicht nur auf der einen Seite, ich entsage dem, gleichzeitig muss ja auch, es muss ja auch irgendwie was anderes passieren, es muss ja auch was entfaltet werden. Und da hat der Buddha eben bei dem Entfalten hat er von den 7 Erleuchtungsfaktoren gesprochen und in etwas anderen Zusammenhängen hat er von den 37 Erleuchtungsfaktoren gesprochen. Kräfte und Qualitäten, die wir entfalten können und die wir auch schon teilweise besprochen haben, wo wir schon dabei sind, eben, dass wir die entfalten und um die wir uns dann nächste Woche noch weiter kümmern wollen. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu.